Man muss nach dem Abklemmen des Geräts jeweils den Code wieder neu eingeben. Achten Sie darauf, dass Sie diesen Code zur Hand haben. Im Menü Telefon sieht es so aus, als wenn das Gerät eine Telefonkarte erwartet. Aber wir legen keine Telefonkarte ein, sondern verbinden uns mit dem Telefon über diese Bluetooth-Drahtlos-Verbindung. Die Bluetooth-Antenne wird einfach nur eingesteckt und irgendwo in der Mittelkonsole auf der Seite verbaut. Je näher beim Telefon, desto besser. Um das Gerät zu koppeln, müssen wir es erst suchen. Dazu gehen wir im Menü Einstellungen auf Bluetooth und warten, bis das entsprechende Modul gefunden wird. Die Nummer muss mit der auf der Codekarte übereinstimmen. Wir drücken darauf, um die Verbindung zu starten. Nun wird ein Code verlangt. Dieser wird nur einmalig beim Koppeln verlangt. 6132. Das Gerät wird gekoppelt. Hier wird es als verbunden angezeigt. Im PCM werden sofort eine Verbindung erkannt, ein Gerät erkannt und das Telefonbuch wird nun übernommen. Dies kann einen Moment dauern, abhängig davon, wie viele Telefonbucheinträge in dem Telefon gespeichert sind. Das Gerät ist per sofort einsatzfähig. Sie können in das Telefonbuch gehen, sehen hier Telefonnummern, die aus dem Telefonbuch des Geräts kommen und sehen den Namen des Telefons, in das Telefon eingespeichert ist, auch hier im Display. Die Empfangsfeldstärke wird übernommen, hier sehr schlechter Empfang, vom Telefon selbst und auch aktualisiert. Um nun Musik zu hören, gehen Sie einfach auf CD. Nun wird hier auf dem Telefon die jeweils zuletzt gehörte Musik gestartet. Sie können die Titel weiterschalten, beziehungsweise und zurückschalten. Genau. Nächster Titel. Um den Original-CD-Wechsler zu nutzen, müssen Sie einen speziellen Telefonbuch-Eintrag anwählen. Dazu gehen Sie in das Telefonbuch, ganz nach unten, und ganz unten haben Sie den Eintrag A2DP off und A2DP on. Sie können zwischen dem CD-Wechsler und dem Telefonton hin und her schalten, indem Sie jeweils einen dieser beiden Einträge anwählen. A2DP off bedeutet, dass das Bluetooth-Streaming ausgeschaltet ist und normal der CD-Wechsler normal funktioniert. Einmal anwählen, nun ist die Quelle umgeschalten. Zurück mit Bluetooth, anderen Eintrag mit On anwählen, nun ist wieder der Telefon-Music-Ton eingeschalten. So können Sie jederzeit hin und her schalten zwischen Bluetooth mit On oder CD-Wechsler mit Off. Wird die Verbindung per Bluetooth beendet, zum Beispiel weil
die Zündung ausgemacht wird, verliert natürlich das Telefon die Verbindung. Warte das mal schnell. Nach dem erneuten Starten des Fahrzeugs, des PCMs, wird sich das Telefon automatisch mit dem PCM verbinden. Beziehungsweise das PCM baut automatisch eine Verbindung mit dem Telefon auf nach ca. 20-30 Sekunden. Wie wir sehen, Strom ist vorhanden. Telefon wird automatisch gekoppelt, Telefonbuch wird jedes Mal aktuell neu eingelesen. Sie können nun genauso wie mit einer normalen SIM-Karte über das PCM Telefonanrufe tätigen. Entweder durch Anwahl einer Nummer. Beispiel, Hörer drücken und das Telefon beginnt zu wählen, ohne dass man etwas am Telefon selber machen muss. Ich beende die Anwahl, zeige noch, die Anwahl ist auch über das Telefonbuch möglich. Können Sie jederzeit ein Telefon anwählen.